Welcome back, Total War Warhammer 2. Die Geschichte eines dicken Gnoms, der einfach nur doch dicker werden wollte. So, die Armee muss hier noch regenerieren. Ich glaube, ich war mit dem Zug komplett durch. Ja, ja, lauf weiter. Deck den Schatten des Krieges auf, Nebel des Krieges. Ach, was auch immer. Robby wird es gleich wieder sagen, er hat mich schon mal kritisiert. Kriegsschatten. Was auch. Ach, jetzt verliere ich meine ganzen Siedlungen. Haben die Hochelfen, die Spitzohren eigentlich nichts Besseres zu tun oben? Streng, plus 1. Schlechtes Handwerk. Toll, Einkommen aus allen Gebäuden, minus 10%. Das ist natürlich ein ganz toller Moment dafür. Will nämlich gucken, wo ich Kapital einsparen kann. Ach, scheiße, ey. Ich hab den Wagen, glaube ich, zur falschen Zeit ausgerufen. So, dich nehmen wir auch mit. Auch wenn das schlecht hier unten für die Stadt ist. Aber ich kann das daran eh gerade nichts ändern. It would breach my vow. Dogs will. So, irgendeine Forschung, die mich nichts kostet. Spinnenreiter-Goblins, das ist Wolfszucht. Stachelt sie alle an, Führerschaft plus 3 für Goblin erhalten, plus 10% Verstärkungsrate. Danke, Albination, für Stufe 1-Abo. Vielen Dank. Machen wir Stachelt sie alle an. Ja, da werde ich aber nichts machen. Weil kein Kapital. Einfach nur überleben. I cannot rewrite reality. Great and powerful war boss. Now. Ach, das ist doch Kacke. As you get war. Who needs stabbing? Unthinkable weakness. Far beneath an archmage. An insult to Everest. Ja, angeblich haben die Verschleiß. I'm well nasty. Moving out.
Gobbo King! Grumderpulch! Bossen im Night Goblins! Wir versuchen, die in den Hinterhalt zu ziehen, wenigstens eine Armee. Just go. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Get going. Let's get stabby. Gonna be quick. In Father's name, no. Der Feind bringt Verstärkung in die Schlacht. Ist Angriff die beste Wahl? Warum sieht das so aus, als wenn ihm seine Truppen gar nicht? Ich glaube, der Hinterhalt hat nicht funktioniert. Ah, scheiße, ey. Aber ich sehe, wie da die Truppen, oh, die wie die Verstärkungstruppen kommen, könnte ich auch schon wieder kotzen. Ups, ich hab dich in der Mitte vergessen. Feindliche Verstärkungen sind eingetroffen. Greift mit Umsicht an, mein Herr. Wenn ich mit dem da reinmarschiere, sind die alle tot. So, Goblins in die erste Reihe. Könnte dieser Riesenadler mich bitte einfach in Ruhe lassen, bis ich mich aufgestellt habe? Ja. Prügelt ihn zu Asche. Heute gibt's Truthahn. Stab him in the back!
Leute, was macht ihr da? Weg da. Da ist ja mal richtig kack hier an der Seite. Ja, das war's für ihn. Shit, ich verliere das, ey. Weil die Einzeltruppen einfach stärker sind. Und die scheiß Fernkämpfer mich einfach total abfacken. Die Moral ist einfach am Ende. Ist das ärgerlich, ey. Ja, weil der Fernkampf mich einfach abfuckt. Boah, ich hasse einfach die Hochelfen und Nachtelfen und Spitzohren und alles, ey. Weil ich einfach nicht an die rankomme. Ja toll, wenn ihr euch alle wieder sammelt, um euch dann wieder von Bogenschützen kaputt schießen zu lassen.
Get off! Rumble out everything soon, but sure, make an offer. Ihr dürft gerne in mein Gebiet rein. Der Feind hat eure Stadt umzingelt, mein Herr. Schickt den Verteidigern der Stadt Verstärkung, ehe sie ausgehungert und zur Aufgabe gezwungen werden. Dafür habe ich keine Zeit. Streitkräfte Bretonias wurden in der Nähe gesichtet. Ihre Ritter halten sich für die tapfersten und ehrenhaftesten Krieger der Welt. Doch haben sie noch nicht Bekanntschaft mit euch gemacht, mächtiger Fürst. Plünderung, Plünderung, Plünderung. So, übrigens habe ich jetzt nicht mal die Abzüge im Gehorsam. Die wollen mich verarschen, es sind sogar drei Armeen. So viel zu kurze, angenehme Kampagne. Als wenn die sonst nichts zu tun hätten hier in der Wüste. Geh mal lieber in dem seine Armee rein. Dann kannst du ein bisschen rummoschen. Ach, das ist so kacke. Das ist wirklich mega scheiße. Nein, ich will keinen Frieden mit euch. Grom's power, divine belly. Ich brauche irgendwas Kavallerietechnisches. Damit ich an seine, an ihre also beziehungsweise an ihre Fernkämpfer besser rankomme. Aber das ist doch eigentlich bei denen egal, weil deren Fernkämpfer nämlich gleichzeitig Speerträger sind. Thank you.
Ich zahle den Tribut. Ich habe keine Ahnung, warum die da unten die Belagerung jetzt so lang ziehen. Müssen die gar nicht. Das ist wieder so eine... Wir sind die KI, wir wissen es besser, Geschichte. Danke. Das entspannt mich erstmal, dass jetzt nicht die anderen dämlichen Typen von Norden kommen. Bleib mal eben da stehen. Even the Lawmaster could not. What you want? Und sonst habe ich eh kein Kapital. Ach, jetzt zahlt sich das wieder. Also mir bricht es ein bisschen das Genick, dass ich am Anfang so viel auf Kapital gegangen bin. Ja. You done grown wrong. You gone. Da klären die nächsten Spitzohren mir den Krieg. Dankeschön. Weiter One Stone fürs Prime-Abo. Minus 20% Unterhalt für Goblin-Infanterie. Mehr Munition für Kamikaze-Katapulteinheiten. Vorhutaufstellung für Goblins. It would breach my vow. The hate might scrum angry. Kannst lieber als Truppe drin bleiben. Wenn Goblin-Bogenschützen 200 Gegner töten. So, wieder rüber, damit wir keinen Verschleiß haben. Du kannst schon mal Mauern beschädigen lernen, weil ich werde hier bestimmt nicht belagern und die Mauer nach und nach kaputt machen. Und hier müssen wir direkt die nächste Stufe machen, beim Berg Arachnos. Damit ich die Wolfsreiter herstellen kann und eine halbwegs funktionale Kavallerie habe. Also das Gruftvolk kann schon sehr stark sein, das stimmt. Also ich habe sie damals echt sehr gern gespielt. Das war schon später ziemlich geil. Was soll ich mit Wolfs Bogenschützen? Ich kämpfe gegen eine Fraktion, die mit Bogen bedeutend stärker ist als meine Fraktion. Ja, was soll ich denn plänkeln gegen die? Die machen mich auf Distanz kaputt. Corpulent Majesty. Looking for conquest. K
Get out of sight! Oh, die hatten schon wieder eine Rebellion da drin. Genau, der Fettsack. Weil Fettsein wieder in ist. Ist eigentlich richtig schrecklich, dass die jetzt eine Stadt haben hier. Jetzt können die Truppen rekrutieren und auffüllen vernünftig. Feind bedroht eure Stadt hier, mein Herr. Die Garnison ist bereit zur Verteidigung, doch erwägt, weitere Truppen zu senden. Holen dir. We're having these kids for supper. Ist echt die Kretze. Man kann sie damit ablenken, damit sie meine Nahkämpfer in Ruhe lassen. Ich brauche aber irgendwas, was sie blockt, damit sie nicht durchlaufen weiter. Hilfe! Falsche Taste. Ihr kontrolliert die Anhöhe, mein Herr. Nutzt dies zu eurem Vorteil. Ja, ja. Leave it!
So, den Adler habt ihr zerstört, dann könnt ihr auch weiterziehen. Er will nur mal klatschen. Erzmagierin des Lichts. Dich prügel ich auch, Windelweich. Ja, ich mag den Stein. Ein ganz süßer Typ, ey. So, eigentlich ist ja gewonnen. Jetzt. Mr. Klobo. Oh, wir schaffen es nicht an ihn ran. Wie ich sowas hasse, ey. Oh, Gott sei Dank, wir haben den Armeeblock hier, dann können wir nämlich die nächste Runde erledigen. Korruption bereinigen. So, dich machen wir unsterblich. Was haben wir bei dir jetzt nochmal? Führerschaft bei unterirdischen Belagerungsschlachten. Verstärkung für Orks, Trolle, Riesen, Rug, aber erst ab Rang 7 dann immer. Geschossstärke für Goblin-Steinschleuders und Kamikaze-Katapulteinheiten. Obwohl, nein. Wir machen Tod von unten, dass der beim Tunnelnetzwerk eher ausweichen kann. Ich habe es zwar bis jetzt nicht großartig benutzt, weil ich immer das Gefühl habe, beim Tunnelnetzwerk kriegst du auf jeden Fall einen auf die Fresse. Wenn Einheiten 10 Meilen entfernt stehen, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Oh, crap.
possible. Eure Rekrutierungseinrichtungen sind Auf maximaler blub blub blub. Tunnelnetzwerk findest du gut, Armeen besiegen und alle tot. Ich habe ja auch nichts gegen das Tunnelnetzwerk. Reiß es bitte ein, danke. Wozu blockiere ich die Truppe überhaupt? Das wäre schon mal Armee 1. Grom does it again. Da sitzt ein Haufen Wolfsreiter bei dir drin. Goblin-Wolf-Streitwagen. Spinnenreiter der Waldgoblins. Moment, nimm die mal beide raus. Wir können 6 Einheiten theoretisch rekrutieren. Andere Frage ist, wie komme ich am schnellsten zum Typen drüben hin? Wir können über das Tunnelnetzwerk rüber nach Kasabar. Und mit den schnellen Kavallerie-Einheiten unterstützen. Dann bleibt er seiner Goblin-Horde treu, die er halt stark verstärken kann. Und die Kavallerie wird die binden. Die Feinde. Das wäre jetzt der Plan für die nächste YouTube-Folge. Dass wir jetzt hier einen Wachturm setzen, bringt mir das auch nichts. So, machen wir hier den Break für die Folge. Sehen uns auf YouTube in der nächsten Folge wieder. Im Stream machen wir gleich einfach weiter.